Willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Laura und ich zeige euch heute meine Weihnachtsgeschenke. Ich wollte mich jetzt am Anfang einfach mal bei allen bedanken, die mir etwas geschenkt haben. Also ich habe mich wirklich über alles gefreut und vielen lieben Dank, da muss ich das nicht die ganze Zeit zwischendurch nach jedem Geschenk sagen. Also danke, dass ihr an mich gedacht habt und jetzt legen wir los. Und wir fangen, glaube ich, mit den Make-up-Produkten am besten an und zwar mit Ilonas Geschenk. Als erstes hat sie mir eine Badebombe geschenkt, die halt richtig stark riecht, schon durch die Packung. Die riecht halt so vanillig. Und ich freue mich schon, die zu benutzen. Und dann hat sie mir die Highlighter-Palette von Revolution Make-up geschenkt. So, das sind die Farben, wie ihr seht. Wunderschöne Farben. Ich habe immer Farben gesucht, die halt zu meinem Gesicht passen, weil alle Highlighter irgendwie total rosastichig sind oder weiß. Und diese sind halt eher so beige-gold. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich habe den auch heute drauf übrigens, den Highlighter. Also diesen hier und den hier habe ich gemischt. Dann habe ich 4 Sachen von TK Maxx bekommen. Die habe ich mir alle selbst ausgesucht. Ich weiß nicht, vielleicht ist das bei einigen von euch auch so. Wir suchen eigentlich schon, also irgendwie kommt es mir vor, als wenn das schon immer so ist, dass wir unsere Sachen selbst aussuchen, die wir zu Weihnachten bekommen. Ich weiß noch, früher sind wir halt immer zu Toys R Us gefahren. Da hat jeder dann irgendwie eine Barbie-Puppe oder sowas bekommen, etwas Größeres. Und jetzt suchen wir uns halt immer so zwischendurch mal so Kleinigkeiten aus, wo meine Mutter dann sagt, okay, das kriegst du dann zu Weihnachten. Da habe ich mir einmal das Eyelining-Set von Real Techniques ausgesucht. Und zwar sind das halt Augenpinsel und vielleicht wisst ihr, dass ich die Gesichtspinsel von Real Techniques total liebe, habe aber bisher noch keinen einzigen Augenpinsel. Es wurde auch mal Zeit. Dann habe ich mir diese Sit-Tight-Creme ausgesucht von Soap & Glory. Ich weiß nicht, ob es die bei Douglas gibt. Entweder habe ich sie nie beachtet oder die gibt es da nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, durch Sitzen aktivierte Formel für die Straffung der Körperteile unter der Gürtellinie. Ich habe die ehrlich gesagt noch gar nicht komplett ausgepackt. Gucken wir uns die mal an. Die riecht auf jeden Fall so nach Kräutern, so ein bisschen minzig. Irgendwie wie so eine Erkältungscreme, die man sich so auf den Hals schmiert. Ja, werden wir mal sehen. Dann außerdem Wimpern von so einer Marke, die ich bisher noch gar nicht kannte. Millie Macintosh. So. Und wie ihr seht, das sind halt so etwas natürlichere, feinere Wimpern. Und dann habe ich mir noch dieses Contouring und Highlighting Kit ausgesucht. Das kann ich euch mal zeigen. Da sind halt so 4 verschiedene Pötte drin mit einem Kabuki-Pinsel. Das sind 2 Konturfarben und 2 Highlighterfarben. Und ich habe das jetzt 2-mal ausprobiert und es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Aber ich muss das noch ein bisschen üben, weil ich so mit Mineralpuder noch nie so gehighlightet und konturiert habe. Dann habe ich eine Karte von einer Freundin bekommen und ich glaube, seitdem ich sie kenne, schickt sie mir jedes Jahr zu Weihnachten eine Karte. Und ich glaube, es gibt wirklich nichts Süßeres. Also da kann man noch so viele materielle Sachen verschenken, wenn man so eine süße Karte bekommt mit so einem ganzen Text drauf. Dann kommen wir zu den nächsten 3 Sachen, über die freue ich mich wirklich unglaublich. Ich zeige euch einfach mal das erste und zwar ein Sport-BH in so Pink, rosa und auf dem Rücken hat das halt diese wunderschönen Schnüre, die so gekreuzt sind. Und zwar ist das aus dem Bodypop bei Blogilates Shop. Ich wollte schon so lange mal Sportklamotten von Blogilates haben, weil sie trägt die auch selbst sehr häufig. Und die sehen einfach wunderschön aus, die hat wunderschöne Designs und jetzt habe ich endlich auch mal was davon. Da sind halt so Kissen drin, das ist ja nicht in allen Sport-BHs, aber ich mag es viel lieber, wenn so Kissen drin sind. Und die sind richtig dick. Also ich glaube, die machen auch noch so einen Push-Up-Effekt. Dann kommen wir zu der Leggings. Und die sieht so aus. Ist so ein bisschen anderes Pink. Also wie ihr seht, das hier ist eher so ein bisschen koralliger. Und das ist halt wirklich so ein knalliges Hot Pink. Und es ist halt eine Dreiviertel-Sport-Leggings. Ich habe die Sachen übrigens beim Black Friday Sale bestellt. Und da war dieses Oberteil, was ich einfach schon so ewig haben wollte. Das war, glaube ich, von 60 auf 25 Dollar reduziert. Das ist halt wie so ein Sport-BH oben erst. Dann kommt so eine kleine Lücke. Und dann kommt halt so ein Peplum-Shirt. Vielleicht sieht man es so ganz gut. Dann habe ich so ein süßes Geschenk von einer Freundin bekommen. Das ist richtig schwer. Ich zeige euch sofort, was da drin ist. Und zwar ist halt als erstes eine Karte drin mit einem Rezept. Und dann kommt nämlich passend dazu dieses Glas. Und das muss man dann halt alles verrühren und so weiter. Und dann kommen am Ende Oreo-Cookies raus. Und das ist richtig cute. Also ich habe mich so gefreut. Und dazu noch Apfelbirnengrütze und Apfelzimt,
Konfitüre in solchen super süßen Gläsern. Und das ist einfach so cute alles gemacht. Dann habe ich von meiner älteren Schwester einen neuen Bademantel bekommen. Wahrscheinlich die Leute, die meine Vlogs gucken, die wissen, dass ich immer in meinem Bademantel rumlaufe. Ich habe ja so einen von TK Maxx mit so diesem Norweger-Muster drauf. Jetzt habe ich einen neuen in rosa mit weißen Punkten. Ich glaube, der ist von H&M. Dann habe ich was super cooles von meiner Tante bekommen. Und zwar einen Kalender für 2016 mit Männern, die oberkörperfrei sind. Und ich habe so reingeguckt, zum Beispiel der hatte gar keinen Kopf. Da habe ich durchgeguckt und Channing Tatum ist da einfach nicht drin. So, was soll ich damit? Vielleicht klebe ich einfach bei jedem Bild so Channing Tatums Kopf einfach so drauf. Wisst ihr, dann klebe ich das hier so rein. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich das in meinem Zimmer aufhängen möchte, aber danke. Jetzt sind wir, glaube ich, am Ende angekommen bei der letzten Sache. Und zwar habe ich mir neue Nikes gewünscht und die auch bekommen. Sind die nicht schön? Also ich habe die schon auf Bildern gesehen, da fand ich die immer so ganz in Ordnung. Aber dann habe ich die in echt gesehen und dachte so, oh mein Gott, die fehlen auf jeden Fall in meiner Sammlung. Das sind jetzt zum ersten Mal 90er Air Max. Ich hatte sonst immer 1er und einmal hatte ich auch die Commons. Ich finde einfach so diese Erdtöne so super schön. Und dann dieses Roségold hier unten. Ist einfach so schön. Mir ist eingefallen, ich habe doch noch was bekommen. Und zwar habe ich noch ein Päckchen von SHEINside bekommen. Da ist einmal dieser Pullover drin. Da steht halt Faded Goner drauf. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Aber ich fand den so vom Aussehen ganz cool. Der hat hier am Ärmel halt noch so. Ist einfach so ein chilliger Hoodie. Und der ist halt passend zu Weihnachten gekommen. Deswegen passt er hier auch, glaube ich, ganz gut rein. Und dann noch dieser Rollkragenpullover. Der hat halt so einen stehenden Rollkragen. Also der ist nicht so eingerollt. Ist halt in diesem schönen grau melierten Stoff, aber der ist super dick und da es zurzeit super warm ist, ist der, glaube ich, zu warm und ich kann den leider noch nicht tragen, aber ich hoffe, dass es irgendwie ein bisschen kälter wird, damit ich den anziehen kann. Und dann war da noch ein Oberteil drin, das ist halt so ein geripptes Shirt mit diesen Schnüren hier so. Im Ausschnitt wisst ihr, was ich meine, das war aber eigentlich ein Body. Verlinke ich euch alles in der Infobox. Mein Oberkörper ist aber viel zu lang, der hat einfach von der Länge gar nicht gepasst. Deswegen schneidet meine Oma den jetzt unten ab und dann habe ich ein Oberteil. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich wirklich nichts vergessen habe, das wäre sonst super schade. Als letztes wollte ich mich noch bei euch bedanken, weil ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt am 24. oder am 25. war. Wir haben aber 70.000 Abonnenten erreicht, also vielen Dank an jeden von euch, der mich abonniert hat. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun, ist natürlich offensichtlich kostenlos. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Das war's dann heute von mir. Tschüss und bis zum nächsten Mal.